herzlich willkommen beim Video OER und Urheberrecht. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über den Zusammenhang zwischen OER und dem österreichischen Urheberrecht. Sie können damit Ihre Kenntnisse über das österreichische Urheberrecht fördern. Meine Damen und Herren, OER existiert nicht im rechtsfreien Raum. Ganz im Gegenteil, es ist solide eingebettet in unser Urheberrecht bzw. in jedes andere Urheberrecht auch. OER ist keine eigene Lizenz, eben auch kein eigenes Recht, sondern vielmehr eine Art und Weise, wie man im Lehr- und Lernbereich mit Materialien und vor allem auch mit Lizenzen umgehen kann. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich ein Werk schaffe, nach dem österreichischen Urheberrecht, nach dem deutschen Urheberrecht, nach anderen Urheberrechten, bin ich Urheber, Urheberin und kann anderen Personen eine sogenannte Lizenz übertragen. Es gibt ganz wenige gemeinfreie Werke, also Werke, die schon so lange geschaffen wurden, dass der Urheber, die Urheberin schon längere Zeit tot ist und dementsprechend hier eben keine Rechte mehr existieren, die dürfen dann eben grundsätzlich verwendet werden. Aber die meisten Werke, die einem kreativen Output entsprechen, sagt man immer, die sogenannte Werkshöhe, die unterliegen dem Urheberrecht und ich darf sie einfach nicht so einfach verwenden, auch wenn ich sie vielleicht im Internet ganz bequem zum Download finde. Das bedeutet, ich brauche immer eine Lizenz. Natürlich besteht die Möglichkeit, eine Lizenz so zu gestalten, dass sie möglichst frei ist oder sogar zu sagen, CC0 könnte man das beispielsweise sagen oder Public Domain, zu sagen, naja, eigentlich darf das jeder verwenden, mein Werk, wie er möchte, wie sie möchte. Das ist nur sehr schwierig in Österreich, weil ich hier sehr viele aktive Schritte setzen muss. Das bedeutet, es ist eigentlich viel einfacher, dass ich eine Lizenz schaffe, die möglichst leicht zu verarbeiten ist, wie zum Beispiel, da komme ich doch gleich dazu, Creative Commons, ist, dass ich mein Recht ganz aufgebe. Genau hier setzen Lizenzen wie beispielsweise Creative Commons an. Es sind freie Lizenzen, standardisierte Lizenzen, die das Verarbeiten, das Weiterverarbeiten, das Teilen, das Scheren viel einfacher machen. Aber es handelt sich trotzdem um Lizenzen im Sinne des Urheberrechts, also letztlich um Verträge, die gewisse Berechtigungen bieten, die aber auch gewisse Verpflichtungen enthalten, die unbedingt eingehalten werden müssen. Bei Creative Commons, die bei uns am meisten verwendeten freien Lizenzen bzw. auch die bekanntesten Lizenzen, gerade im Lehr- und Lernbereich, ist es zum Beispiel die Namensnennung. Aber wenn Sie diese Voraussetzungen einhalten, dann können Sie mit Creative Commons so ziemlich alles machen. Der Vorteil ist, dass Sie eben als Lizenzen im Sinne des Urheberrechts gelten und damit mit unserem Urheberrecht, obwohl Sie nicht aus Österreich stammen, kompatibel sind und darüber hinaus so ausgestaltet sind, dass Sie eigentlich weltweit mit allen Urheberrechten kompatibel sind. Also nicht nur im kontinentaleuropäischen Recht, sondern beispielsweise auch im angloamerikanischen, insbesondere im amerikanischen Raum, wo wir das Copyright Law haben, das mit dem österreichischen Urheberrecht oder generell mit dem kontinentaleuropäischen Urheberrecht teilweise doch sehr viele Unterschiede aufweist. Man kann also sagen, dass es einfach die bessere, die einfache, die leichtere Variante ist, wenn ich mir eine freie Lizenz, allen voran eben Creative Commons, suche, anstatt dass ich mir selber eine Lizenz bastle, also mir selbst Vertragsbedingungen ausdenke, wo ich mein Werk weitergebe, um das Ganze in OER entsprechend einzusetzen. Allerdings gibt es ja im Urheberrecht nicht nur Lizenzen, nicht nur freie Lizenzen, sondern es gibt insbesondere im österreichischen Urheberrecht auch sogenannte Freiwerknutzungsrechte. Das bedeutet, als Alternative dazu eine Lizenz zu verwenden, kann ich mir auch direkt aus dem Gesetz Möglichkeiten herausziehen, wie ich Materialien, wo ich nicht die Lizenz dazu habe, wo ich nicht der Nutzungsberechtigte bin, entsprechend an andere Personen weitergeben kann. Da gibt es einige, die in der Lehre sehr relevant sind. Ganz am Anfang steht die sogenannte Schulkopie. Es ist dies § 42 Urheberrechtsgesetz. Da geht es darum, dass ich im Klassenverband, im Lernverband Materialien zur Verfügung stellen kann. Früher ging das wirklich nur auf Papier und verwandten Datenträgern, also Karton und Overheadfolie. Mittlerweile ist es auch möglich, das digital zur Verfügung zu stellen, also beispielsweise das PDF. Die zweite und wahrscheinlich beste Möglichkeit ist § 42f Urheberrechtsgesetz, da geht es um das Zitatrecht. Ich habe das Recht, Teile von anderen Werken in dem von mir erstellten Werk zu nutzen, wenn es noch Art und Umfang notwendig ist. Also wenn ich diesen Teil des fremden Werkes benötige, um mein Werk zu argumentieren, um mein Werk besser zu erklären und auch in dem Umfang, wo es notwendig ist.
Das bedeutet zum Beispiel, bei 10 Seiten sollten nicht 8 Seiten zitiert sein. Bei 100 Seiten oder 8 Seiten zitiert sind, ist es wieder weniger Problem. Es gibt hier keine fixen Grenzen, es geht hier wirklich um das grundsätzliche Verhältnis. Ganz wichtig, da erinnere ich einmal mehr an die Creative Commons, ist auch hier das Zitat. Das bedeutet, ich muss eine ganz klare Quellenangabe machen, aber auch dadurch habe ich die Möglichkeit, letztlich zumindest Teile von fremden Werken in meinem Werk zu verwenden. Das gilt aber natürlich nicht nur für Texte an sich, wir können auch Tonzitate machen und ganz wichtig Bildzitate, aber immer eben unter entsprechender Angabe der Quelle. Das geht also beispielsweise in einem Buch mit einem Text, aber auch mit einem Bild auf einer PowerPoint-Präsentation. Nicht zuletzt ein in der Lehre sehr zentraler Paragraph, der Paragraph 42g Urheberrechtsgesetz, der ist noch eher jüngeren Datums. Da geht es darum, dass ich auf Lehr- und Lernplattformen Materialien an Lernende zur Verfügung stellen kann. Das ist für uns insbesondere, was digitale Medien betrifft, in der digitalen Lehre extrem zentral. Auch hier ein kleiner Blick in die Zukunft. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses MOOC ist gerade eine Urheberrechtsnovelle in Diskussion, wo der Paragraph 42g Urheberrechtsgesetz novelliert wird. Wir haben nämlich zurzeit das Problem mit der derzeit geltenden Fassung, dass nicht ganz klar ist, was der Gesetzgeber mit Lernplattform meint. Das wird entsprechend nachgebessert und gibt uns sehr klar eine Definition an die Hand, was wir als Lernplattform dann entsprechend verstehen können. Es wird übrigens im neuen Urheberrechtsgesetz dann auch Online-Plattformen entsprechend definiert. Hier ein kleiner Spoiler. Eine Lernplattform ist keine Online-Plattform, weil die Online-Plattform, da geht es mehr um Dinge wie beispielsweise Streaming-Anbieter. Bitte aber bei den freien Werknutzungen etwas zu beachten. Es gibt im Urheberrechtsgesetz die sogenannte Schulbuchausnahme. Also es dürfen Bücher, die ihrem Titel und ihrem didaktischen Aufbau nach als Lehr- und Schulbücher gewidmet sind, nicht im Rahmen der freien Werknutzung verwendet werden. Das hat etwas mit dem Schutz des Schulbuchmarktes zu tun. Hier bieten sich dann auf der anderen Seite natürlich wieder OERs an, wo man dieses Problem nicht hat. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Open Educational Resources sind eingebettet in das Urheberrecht. CC-Lizenzen sind mit dem Urheberrecht weltweit kompatibel. Neben freien Lizenzen ermöglicht das österreichische Urheberrecht auch die freie Werknutzung. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse über das österreichische Urheberrecht erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!